wir eben vom Start erfahren, wird der erste Vorläufer in wenigen Augenblicken ins Rennen gehen. Es wird dies Olympiasieger Ernst Hinterseer sein. Toni Seiler aus Kitzbühel erfährt im zweiten Durchgang Tagesbestzeit und gewinnt damit in überlegenem Stil den Herrn Slalom. Jawohl, mit tödlicher Sicherheit nimmt er die schwierigsten Stellen und stürzt sich wie ein Habicht in die Tiefe. Das ist Toni Seiler, der weltbeste Abfahrtsläufer. Ein ganz schneller kommt. Am dunklen Anorak, den die Österreicher im Abfahrtslauf tragen, erkennen wir Anderl Meuterer. Er fährt technisch einwandfrei, aber er ist zu gering, wie die Kitzbühler sagen, also zu leichtgewichtig für den Abfahrtslauf. Ernst Hinterseer, auch einer aus dem fast unschlagbaren Kitzbühler Rennläuferkleeblatt. 21 Jahre ist der Landwirt alt, der sich wuchtig, aber doch geschmeidig durch die Tore schlängelt. Acht Österreicher unter den ersten 10. In den 1950er und 1960er Jahren sorgte eine Gruppe österreichischer Skifahrer international für Furore. Sie brillierten auf der Piste, fuhren eine ganze Reihe Siege für Österreich ein, gewannen Weltmeisterschaften und Olympiasiege. Und sie kamen alle aus der gleichen Region, aus Kitzbühel. Entsprechend ihren unzähligen Siegen bekamen sie auch bald einen Namen. Das Wunderteam aus Kitzbühel. Der Laufbestzeit. Hinterseer an der Spitze. Von Rang 5 auf Rang 1. Auch er weiß, dass sein Sieg noch nicht feststeht. Sein bester Freund ist sein härtester Gegner. Hirst Leitner. Hirst Leitner und Ernst Hinterseer, zwei Vertreter des legendären Wunderteams aus Kitzbühel. Seit über 70 Jahren verbindet sie die Freude am Skisport und eine enge Freundschaft. Das Wunderteam aus Kitzbühel formierte sich in den 1940er Jahren. Bereits in Kinder- und Jugendtagen traf man sich auf der Piste und brachte sich gegenseitig das Skifahren bei. Bei uns in Kitzbühel ist es so, die Kinder kommen in die Schule, in die erste Klasse, zweite, dritte, und doch werden sie dann im Skiclub ein bisschen gefördert oder sie fahren beim Rennen mit. Und so sind eigentlich wir auch aufgewachsen. Wir sind halt dann, ist halt ein Team zusammengekommen mit Toni Seiler, Anderl Meuterer, mit Hirs und mit mir. Und dann haben wir uns eigentlich so ein bisschen näher kennengelernt und halt miteinander trainiert, miteinander Waldläufe gemacht, miteinander am Hahnenkamm aufgesaust. Und so halt, wie es halt zu der Zeit der Brauch war. Ich bin aufgewachsen in der Bodensiedlung. Das ist ungefähr einen Kilometer von der Stadt weg. Und da sind natürlich ein Haufen Burschen und Mädel bei so einer Siedlung zusammengekommen. So mit 6, 7 Jahren, jeder hat einen Ski gekriegt. Und da haben wir jeder probiert. Wir sind alle von da gewesen, nicht alle haben, sind wir gern Ski gefahren. Und sind da eigentlich alles gute Freunde gewesen. Da hat es keinen Neid gegeben. Nicht sicher, wenn wir Ski gefahren sind, jeder gewinnen wollen, das ist schon keine Frage. Aber wir haben jetzt schon ein bisschen so gegenseitig aufgepusht. Nicht? Und gelernt haben wir uns natürlich gegenseitig, nicht? Den einen hat das gefallen, den anderen hat das gefallen. Dann haben wir ihm so Schanzen gebaut zum Springen. Dann haben wir mit den Haselnussstauden abgeschnitten. Da sind wir ein bisschen Slalom gefahren. Die Anfänge der jungen Kitzbühler Rennläufer fielen in die Nachkriegsjahre. Österreich ist nach dem Krieg wirtschaftlich am Boden. Der 1905 gegründete ÖSV und lokale Skiverbände verfügen kaum über finanzielle Mittel. An Nachwuchsförderung für begabte Skifahrer war daher nicht zu denken. Die Rennläufer mussten improvisieren. Die Fahrerei war eigentlich aber das große Problem, weil Auto haben wir nicht gehabt, einmal weil wir mit dem Zug fahren müssen. Einmal kann ich mich erinnern, sind wir zu dritt zum Kasermandel nach Innsbruck aufgefahren. Und der Toni und der Anderl und ich. Und einer ist aber schwarz geworden, weil das Geld hat man nachher beim Skiclub kassiert. Also, man hat es Gaudi gehabt, aber erwischt haben sie uns nie. Dann haben wir ein bisschen Spitzbuben waren wir schon. Die Rennläufer stammten meist aus bäuerlichen Familien.
Eine Skiausrüstung war nach dem Krieg unerschwinglich. Hirs Leitner war 5, als sein Vater in den Krieg einrücken musste. Der Vater ist 40 eingeguckt. Und wo 6 Jahre beim Krieg, wo 1 Jahr in England in Gefangenschaft. Und dann habe ich erst, wie er wieder zurückgekommen ist, 47, nach 7 Jahren wieder gesehen, das erste Mal nicht. Und die Mutter hat ihm ein bisschen geschaut, dass ich Ski kriege, dass ich überhaupt ein Ball im Krieg, dass ich da war. Und das war, glaube ich, mein schönstes Weihnachtsgeschenk, was ich zu dieser Zeit gekriegt habe. Ja, bei mir war es eigentlich so, mein Vater und meine Mutter haben überhaupt nicht Skifahren können. Also ich habe zwar 3 Brüder gehabt, die haben schon ein bisschen gefahren, aber Geld war wenig vorhanden oder fast gar keins für den Sport eigentlich. Und mein Vater hat mich dann eigentlich so ein bisschen beim Skiclub hat er aber gesagt, ich glaube, der Bub wäre ganz gut, hat er gesagt, den müssen wir schon ein bisschen fördern. Und hat mich halt dann beim Arbeiten ein bisschen freigestellt und so. Skifahren ist Kitzbühel. Das war, also, dass nicht lange überlegen brauchen, alle Guten sind aus Kitzbühel gekommen. Die jungen Kitzbühler fahren aus Freude am Skisport und purem Idealismus. Sie schaffen es durch erste Erfolge in den verschiedensten Disziplinen auf sich aufmerksam zu machen und dürfen Ende der 1940er Jahre bereits bei nationalen Nachwuchsrennen mitfahren. Ich habe ihnen mitfahren dürfen. Und es war eine ziemliche Gaudi, aber wir sind halt mitgefahren. Es war 48, nicht? Ski haben wir gehabt, meine ich, der war 2 Meter lang. Oder so. Aber wir sind halt dabei gewesen. 1954 wird Ernst Hinterseer österreichischer Meister im Riesenslalom. Josel Rieder, Egon Zimmermann und die Kitzbühler Anderl Molterer und Toni Seiler zählten damals schon zu den Spitzen im Rennsport. Ernst Hinterseer erreicht weitere Siege in Abfahrt, Slalom und Kombination. Unerhört stark kommt der Herr Fitsch im WM-Team für Gastein. Ernst Hinterseer aus Kitzbühel. Wuchtig und kraftvoll sein Ziel. 1,1 Rückstand, 2. Platz für Ernst Hinterseer. Ich bin dann relativ eine gute Platzierung gefunden. Und hab dann auch gleich einmal in Kitzbühel war ich 57 Zweiter bei der Kombination hinter den Rieder. Und habe 57 dann für mich der schönste Erfolg mit 21 Jahren, wie ich erste Mal am Molter und am Seiler da bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaft 58, dass ich da einmal beim Abfahrtslauf von Molter und von Seiler, bei dir waren dort wirklich die Besten, dass ich einmal in der Mitte oben gestanden bin. Toni Seiler zeigt uns denselben Sprung. Trotz Sturz im oberen Teil wird er noch Dritter. Anderl Molterer ist gesprungen. Beinahe gestürzt, doch er steht durch und wird Zweiter. Und dann, hier ist Leitner kommt. Sicher meistert er die Geländerippe und wird der Sensationssieger des Tages. Der 21-jährige Maurer aus Kitzbühel feiert den ersten großen Sieg in seiner Skiläuferkarriere. . 1956 qualifiziert sich Ernst Hinterseer aufgrund seiner guten Leistungen gemeinsam mit Toni Seiler für die Olympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo. Der damals 24-jährige Hinterseer erreicht den 6. Platz im Riesenslalom. Bei den Bewerben trafen die durch den eisernen Vorhang getrennten Nationen aufeinander. Celebranti la 16. Olimpiade dell'era moderna. Das Interessanteste war für uns zu der Zeit, die Russen sind da, das erste Mal dabei gewesen. Die Russen, nicht? Der Eishockeyspieler und ein paar Skifahrer sind dabei gewesen. Und das war ja unglaublich für uns durch die Russen, nicht? Ich weiß, und die haben ja gar nichts gehabt, die Russen, nicht? Die haben ja noch weniger gehabt wie wir.
Und da hat es eine Zorke gegeben, eine russische Leica. Und die haben wir getauscht, am Kanal unten haben wir getauscht mit den Russen. Hab ich da getauscht. Die haben mir die Zorke gegeben und die haben mir einen Ball Ski gegeben. Gell? Toni Seiler, Gewinner von 3 olympischen Goldmedaillen. Toni Seiler, der beste Wintersportler, den die Geschichte der Olympischen Spiele kennt. So urteilt die Presse der ganzen Welt über den Kitzbühler. Mehr Menschen als Schnee gibt es auf dem Semmering, wo die erste alpine Skikonkurrenz der Saison... Ein Mitglied des Wunderteams schreibt 1956 Skisportgeschichte. Toni Seiler gewinnt 3-mal Gold bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo. Das Wunderteam um Toni Seiler, Ernst Hinterseer, Hirs Leitner, Anderl Molterer, Christian Prafter und Fritz Huber steht für die unglaublichen sportlichen Leistungen der Kitzbühler. Wo sie antreten, gelangen sie meist unter die ersten 10. Die siegreichen österreichischen Skifahrer werden wie Rockstars verehrt. Die Hysterie ist vergleichbar mit jener um die Beatles oder die Rolling Stones. Skihelden wie Toni Seiler verschaffen den Österreichern ein neues Selbstbewusstsein. Naja, diese Glorifizierung hängt sicher damit zusammen, dass diese junge, fragile österreichische Nation einen hohen Bedarf gehabt hat nach Identität, nach Einheit, nach Erfolg. Das war ein Punkt. Man muss sich ja vorstellen, Österreich war nach dem Krieg ja geteilt in 4 Besatzungszonen. Österreich hatte die Kriegsniederlage zu verdauen. Österreich war als Land, als Nation, alles andere als selbstverständlich, als stabil, als stark. Und wenn jetzt hier sportliche Erfolge auftauchen, die quasi auf einer Weltbühne wichtig sind und zählen, dann ist das für das Symbolreservoir einer Nation immens wichtig. Das funktioniert in allen Ländern so und hat auch in Österreich auch so funktioniert. Und so eine Regel könnte auch sein, je fragiler oder je unsicherer eine nationale Identität ist, desto notwendiger sind solche Erfolgsgeschichten, Figuren rund um Wunder, Teams, Einzelsportler und so weiter. Ja, man hat halt selber viel machen müssen. Nicht? Und da war halt die Kameradschaft meiner Meinung nach sehr wichtig, weil man sich ja gegenseitig helfen haben müssen. Beim Zugfahren, nicht mit den Ski rein, mit den Ski aus. Und die Dirndl waren dabei bei uns, weil das war meistens die Damenherrenrennen und haben uns halt so gegenseitig helfen müssen. Nicht? Die Dirndl haben für uns die Kappen gestrickt oder Handschuhe und wir haben bei den Ski gewechselt und so. Es war irgendwie halt viel mehr Freundschaft war. Früher ein bisschen. Heute halt, geht es halt ums Geld. Nicht? Und, aber ja, wir haben eine schöne Zeit gehabt, muss ich ehrlich sagen. Die 1950er und 1960er Jahre waren die Pionierzeit des Skisports auch hinsichtlich der Entwicklung der Materialien. Während beispielsweise die französischen Rennläufer bereits Metallski hatten, fuhren die Österreicher noch mit Holzskiern. Um mit der Konkurrenz mithalten zu können, wurde bei Materialien und Technik teils abenteuerlich experimentiert. Und ich habe das Glück gehabt, weil so ein bisschen, wenn es irgendwas Neues, da war ich ein bisschen, vielleicht ein bisschen schlau. Aber so ein bisschen für neue Sachen war ich gleich dafür. Für die Plastikschuhe. Ich war der erste Plastikschuhfahrer. Ja, da war ich in Amerika, da war ich, und da hat es den langen Schuh schon gegeben. Und ich habe den Schuh probiert drüben und zuerst habe ich einen Lederschuh gehabt. Und dann hat der so weh, du. Also, dass ich habe es nicht mehr ausgehalten nach 3 Tagen, der hat so weh, du, weil das kalt war so im Osten von Amerika. Und dann wollte ich den Lederschuh fahren, aber habe ich nicht mehr Skifahren können. Technik im Sport, die hat Toni Seiler im Skilauf jahrelang bewiesen. Technik in der Sportmedizin, aber will untersuchen, inwieweit ein Abfahrtsrennen heute gesundheitsschädigend sein kann. Sportliche Fledermäuse im Zeitalter der Technik. Auf die Technik kommt es auch beim neuen Stil des Skilaufs an. Deshalb gibt es für das Wedeln nun auch schon im Hotelzimmer Nachhilfestunden. Sie wedelt noch etwas zaghaft. Er hingegen meisterhaft in der Theorie. Die Praktiker sind da eher skeptisch, gell Anderl? Sie haben auch ihre Sorgen mit der Technik im Sport. Düsenskier, der neueste Schrei. Den Fahrtwind auf die Gleitflächen, sagt der eine Erfinder. Pressluft mit 150 Atü blasst der andere Erfinder den Rennläufern und uns in die Ohren. Reklame ist alles. Heute spricht man noch vom Düsenski, vielleicht vor uns morgen schon mit Raketenantrieb. Wofür
diese Entwicklung im Sport hin? Ja, ich glaube, das ist unheimlich schwer zu sagen. Nicht angegangen ist mein Material nicht. Wir haben einen Holzschi gehabt. Wir haben einen fixen Backen gehabt. Wir haben Langriemen gehabt. Alles fest. Es ist, der Marco hat dann erst angefangen mit dem Backen da, mit dem Dreieck da. Und dann mit dem Drehteller. Nicht? Wir waren ja fix oben auf dem Ski. Nicht? Wenn nicht der Riemen gebrochen ist, hast du das Pech gehabt, war der Fuß gebrochen, nicht? So ungefähr. Die Zeitnehmung bei den Rennen erfolgte Anfang der 1950er Jahre noch per Hand. Auf Zetteln wurden die Zeiten aus dem Zielraum an die Journalisten weitergereicht. Fehler waren bei den ersten TV-Übertragungen daher vorprogrammiert. Ja, da war ja das Ärgste einmal, wo die Zeitnehmung erst nach dem Ziel erfolgt ist, beim Schranz, nicht, der sich aufgeregt hat und furchtbar. Natürlich, das ist, da ist, damals ist nur auf Zehntel gegangen, jetzt ist Hundertstel. Auch beim Training wurde bis Anfang der 1970er Jahre wild experimentiert. Stichwort Kondition. Neueste Mode sind auf dem Kitzsteinhorn Bleiwesten. Sie sind zwar nicht gerade schick, aber sie fördern Kraft und Stehvermögen. Österreichs Skihersteller standen in ständigem Wettkampf mit anderen Nationen. Aus den in den 1920er Jahren gegründeten Skifirmen wurden, angetrieben durch den Skisport, nach und nach konkurrenzfähige Weltmarken. Auch hier ist wieder Wiederaufbau ein Schlüsselwort, diese Ski. Fabriken, die dann zu Weltmarken geworden sind, sind tatsächlich in den 20er Jahren fast alle nach ähnlichen Muster gegründet worden. Kleine Schreinereien, Tischlereien, die halt irgendwann bemerkt haben, dass Ski ein Produkt ist, das nachgefragt ist, und dann zunächst experimentiert haben. Die führenden Marken in der Zwischenkriegszeit, das waren Norweger Ski. Ich glaube, bei Kneißl, der hat dann einen norwegischen Skiläufer angestellt, damit er auf seine Ski raufschreiben kann, Norweger ähnliche Ski oder so ähnlich. Also die führende Nation war zunächst Norwegen. Dann haben aber die Österreicher das sehr schnell hingekriegt und haben sehr gute Ski bauen können. Und das ist natürlich, dieses Know-how ist nicht verloren gegangen nach dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings war auch hier erstens nicht so viel Nachfrage. Das hat sich auch aufgeschaukelt. Erst als in den 50er Jahren der Skilauf überhaupt geboomt hat, dann werden mehr Skier gebraucht und dann wird diese Skiproduktion zu einer Massenfertigung und dann eigentlich erst zu Fabriken. Das heißt, diese Skifabriken in Österreich, bekannt Kneißl, Kestle, das waren die führenden Marken zunächst, und Fischer. Und die haben sicher ein perfektes Know-how gehabt für die damalige Zeit. Ich glaube, am augenscheinlichsten ist die äußere Aufmachung. Da haben wir zwei ganz große Athleten, die sich als Modelle zur Verfügung gestellt haben. Bitte, Toni. Bitte, Franz. Ja. Toni Seiler in der Originaladjustierung, wie er damals seine drei Goldmedaillen gemacht hat. Franz Klammer, wie die Athleten heute den Hang runtersausen. Toni, erklärt einmal, wie sich das Ganze zusammensetzt. Die Skier, wie unterscheiden sich die von, stellen wir es einmal zusammen, ungefähr 2 Meter. Ja, die Bindung ist natürlich ein Riesenunterschied. Ein fixer Backen, nicht? Dass man ja nicht rauskommt. Und der Langriemen, der besagte, der nachher da fast gerissen ist, das ist der vom Sängerhansl, wo da unten noch die drei Stiche gerade noch gehalten haben. So ist also die Bindung original noch da. Ja, schau mal. Die Stöcke waren natürlich auch ein bisschen länger und nicht gebogen. Ja. Und die Teller natürlich auch. Ja. Der Skirennsport war auch punkto Sicherheit in den 1950er Jahren noch in seinen Anfängen. Es war ein schauriges Rennen der Sensationen, ein Spiel um den Einsatz des Lebens und der Gesundheit. Man verabsäumte das Rennen wegen stark verästeter Piste entweder zeitlich zu verschieben oder, als sich die Katastrophe abzeichnete, rechtzeitig abzubrechen. Der fürchterliche Sturz Egon Zimmermanns. Hier der gleiche Salto rückwärts des Amerikaners Buddy Werner. Die lebensgefährlichen Bäume zum Greifen nahe. Der langjährige ORF-Moderator und Sportjournalist Sigi Bergmann erlebte den Wagemut der Abfahrtsläufer von Beginn an mit. Er kommentierte zahlreiche Rennen, bei denen es zu schweren Stürzen kam. Teils mit tödlichem Ausgang.
Früher, der Egon Zimmermann hat mir erzählt, die sind mit einem 120er gefahren und so ein Stückchen rechts und so ein Stückchen links außen sind die Leute schon gestanden. Da ist viel aufgeholt worden und da hast du ja auch gesehen, ne? Die Geräte sind immer schneller geworden, die Skier sind immer besser und schneller geworden. Also, das war notwendig, das war notwendig. Hier Toni Mark am Start. Diese Bilder stammen vom letzten Dachsteinrennen. Dieser Sturz des österreichischen Meisters aus Saalfelden ging noch gut ab. Am Wallberg in Bayern stürzte Toni Mark tödlich. Der zweite Todesfall im Skisport innerhalb kurzer Zeit. Vielleicht wird Toni Marks Schicksal der Skiraserei Einhalt gebeten. Mensch und Skisport. Ein gesunder, ein wundervoller Sport in der Herrlichkeit der Natur. Und was ist daraus geworden? Durch das, dass da nichts gegeben hat, nicht? Dass keine Netze gegeben hat, keine Absperrung kam, hast du gar nicht einmal gedacht, was da passieren kann. Nicht? Weil wenn es, glaube ich, da denken angefangen, Mensch, da kann ich runterkugeln, da kann ich fahren, runterkugeln, dann wärst du vielleicht nicht drin gefahren. Nicht? Oben bei einer scharfen Geländerippe wartet der Sturzteufel. Die Fahrer tragen keine Sturzhelme und das hätten einige von ihnen nicht tun sollen. Gottlob, die Knochen sind heil. Ja, aber wir sind nur ohne Helm gefahren. Ohne Helm und ohne Sicherheitsbindung. Ist ja heute unvorstellbar, nicht? Aber nein, wir haben keinen Helm gehabt. Wir haben drei Tote gehabt in meiner Laufzeit. Drei Tote. Die Sanitäter wussten bald, wo sie Aufstellung zu nehmen haben. Der nächste Herr, bitte. Dann aber passiert es. Frankreichs großes Ass Charles Bosson am Start. Auch im gefährlichsten Abschnitt scheint alles gut zu laufen. Linksschwung. Rechtsschwung. Tempo etwa 90 Stundenkilometer. Aber plötzlich! Mit schweren Rückgratverletzungen sofort ins Spital. Arzt haben wir nur gehabt bei der Olympiade und Weltmeisterschaften. Da ist einer dabei gewesen. Aber sonst bei den anderen Rennen nicht. Kitzbühel stand schon immer für die Streif. Eines der gefährlichsten Abfahrtsrennen der Welt. Die schweren Stürze der Rennläufer sorgten für den Nervenkitzel beim Publikum und stellten die Verantwortlichen der TV-Übertragungen vor eine große Herausforderung. Immer wieder war man der Kritik ausgesetzt, zu brutale Stürze zu übertragen. Ich habe ein System gehabt. Und zwar habe ich, wenn der stürzt, und das haben die Rennläufer auch gewusst, dann, er muss lächeln. Wenn der Sturz harmlos ausgeht, ich weiß ja das gleich, wenn ich da involviert bin, nicht? Zeige ich es. Wenn das irgendwie so ist, dass man sagt, pfui, wie kann man sowas zeigen, dann lass es weg. Es ist natürlich so, die anderen Leute wollen sehen, wie der stürzt, auch wenn er sich wehtut. So ist der Mensch halt leider. Die anderen sagen, das darf man nicht zeigen. Also man muss da ein Feingefühl haben, um das Richtige zu machen, was nicht immer passiert, aber es ist so. Querfahrt im letzten Drittel der Strecke. Es gab Stürze am laufenden Band. Na, Sie werden es gleich sehen. Die Gefahren des Skisports zeigten sich in den 1950er Jahren aber nicht nur beim Rennen. Gefährlich war Training. Weil dort geheißen, 2 Stunden Training. Nicht? Und da ist zugegangen, nicht? Eine Steuerung ist geschaut worden, der eine ist gefahren, der eine ist gerettelt, der eine ist gerutscht. Und dann hat es wieder geheißen, jetzt kommt einer, sind alle auseinander und der ist runtergeschossen. Nicht? Und dann, nach ein paar Jahren, hat es angefangen, einmal einen Non-Stop-Lauf geben. Nicht? Dass jeder nach einem einmal die Pisten allein gehabt hat. Aber das hat auch Jahre gedauert, bis die es eingeführt haben. Nicht? Auf der Karte sieht die Streif leichter aus.
Seit 1929 finden Rennen vom Hahnenkamm statt. Übrigens musste die Strecke nach den neuesten FIS-Bestimmungen eigens Ich glaube, Angst habe ich nicht. Aber Respekt, also hat man schon einen Start umsteht. Das ist ganz was anderes als wir am Lauberhorn zum Beispiel. Weil da geht es einmal so dahin. Da hat es halt geheißen, wenn du da nicht runtertraust, dann musst du das lassen, nicht? So ungefähr, nicht? Wenn du die Maus für nicht schießen willst oder was noch. Aber jetzt wird es ja teilweise ein bisschen übertrieben. Weil das ist ja, wenn irgendwo Hegel ist, dann wird es schon wieder angerufen. Man kann natürlich auch alles ein bisschen übertreiben. Nicht? Das ist, ich bin vollkommen für Sicherheit. Das ist Priorität, keine Frage. Aber übertreiben sollst du das halt auch nicht, nicht. Ein bisschen Risiko muss halt schon vorhanden sein. Nicht? Die Übertragung der Rennen von der Streif zählt bis heute zu den größten Herausforderungen für TV-Regisseure. Über 40 Jahre lang war Lucky Schmidt-Leitner maßgeblich dafür verantwortlich. Er stellte sich der Herausforderung, die Dramatik dieses Abfahrtsrennens einzufangen. Der Skilauf hat sich so entwickelt, dass man Spannung erzeugt und wo der Zuschauer das genießt, was er nie zusammenbringt. Der damalige Direktor Freund 1967 war mit der Übertragung nicht zufrieden und hat gesagt, Sie machen ja die Filme immer über Skifahren, Sie sind Skilehrer, wir müssen irgendwas machen, dass das Ganze attraktiv ist. 4 Kameras habe ich zur Verfügung gehabt. Und was sollst du auf der Streif mit 4 Kameras machen? Also die Hausbergkante war der Beginn und das Ende halt im Ziel mit einer Tragbahn. Also da kann man nicht weit hupfen. Heute wird das Hahnenkammrennen mit rund 40 TV-Kameras übertragen. Jede Tücke der Strecke sollte, damals wie heute, eingefangen werden. Diese extrem schwierige Strecke ist eine Herausforderung für die Rennläufer und für die Verantwortlichen der Fernsehübertragung. Es ist ja irrsinnig schwierig, die Steilheit darzustellen. Und davon kann ich ein Lied singen. Ich habe müssen alle möglichen Tricks und Schmähs einsetzen, dass wir das also weggekriegt haben. Und das war hier besonders arg, weil im Fernsehen hat trotz aller Möglichkeiten hat es nicht so ausgeschaut, wie es in Wirklichkeit ist. Der Hintergrund muss total neutral sein. Dann kann ich ein bisschen schwindeln, indem ich die Kamera etwas neige. Das hinten im Hintergrund dürfen natürlich nicht die Bäume dann so wachsen. Und dann ist der Vordergrund um einiges gleich schneller und attraktiver und die Leute freuen sich. In der Saison 1959-60 feierte das Wunderteam aus Kitzbühel indes weitere Slalom-Erfolge. Anderl Molterer, Ernst Hinterseer und Hirs Leitner qualifizierten sich für die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Squaw Valley. Die langjährigen Freunde werden immer mehr zu Konkurrenten. Das war schon freundlich, nicht? Beim Rennfahren hat jeder sein Ding das Beste geben wollen und wollten auch einmal besiegen, das ist ganz klar. Aber wenn wir dann das Rennen vorbei waren, nicht, dann haben wir nachher wieder 4 Kitzbühel in Wengen haben wir Karten gespielt. Nicht? Nach dem Rennen war es vorbei. Nicht? Und das ist auch meiner Meinung nach viel wert im Leben, oder? Dass man Freunde hat. Der Hirs und ich, wir sind ja tausende Kilometer miteinander. Mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Flugzeug und da hat ein Teufel nicht. Auf der Welt umeinander, nicht?
Englisch haben wir auch nicht gut können. Nicht? Das nicht lernst, das Kind musst du aber selber so. Und wir müssen auch alles selber beibringen müssen. Nicht? Weil wir schon einen Graudenwalsch dahergeredet haben, aber die Arme haben wir Gaudi gehabt mit uns nicht. Die Olympischen Winterspiele in Squaw Valley 1960. Beim Slalombewerb stehen Ernst Hinterseer und Hirst Leitner in direkter Konkurrenz. Die Österreicher bisher ohne Goldmedaille. Das ist die letzte Möglichkeit. Zeitlupe analysiert die Technik. Nach überragender Laufbestzeit, Hinterseer an der Spitze von Rang 5 auf Rang 1. Auch er weiß, dass sein Sieg noch nicht feststeht. Sein bester Freund ist sein härtester Gegner. Ich bin den Jahr 4 Slalom gewonnen. Nur einer kann Hinterseer noch die Goldmedaille nehmen. Hirst Leitner. Zweiter Platz für Hirst Leitner. Aber man muss einfach sagen, der Ernst ist einfach bei der Olympiade besser gefahren und aus. Da braucht man dann nicht mehr mal anstudieren. Das und das gut oder schlecht, hin und her. Nicht? Ernst Hinterseer. Der Österreicher gilt als Riesentorlauf-Spezialist. Neben der Goldmedaille im Slalom holt Ernst Hinterseer 1960 noch die Bronzemedaille im Riesenslalom. Leitner und Hinterseer waren die erfolgreichsten Österreicher der Olympischen Winterspiele in Squaw Valley. Von der Mittelstation wird eine ausgezeichnete Zwischenzeit gemeldet. Hinterseer in diesem Rennen Dritter. Und dann, wie ich da oben gestanden bin, auf dem Podest, also, da habe ich dann eigentlich erst so richtig mitgekriegt, dass das schon was ist. Gell? Und dann, wie ich heimgekommen bin, eigentlich noch mehr, weil da 6.000, 7.000 Leute in der Stadt haben mich da empfangen. Und da ist dann erst das Radl so richtig geschalten. Gell? Das ist. Die Bewunderung der Österreicher für ihre Sieger im Wintersport war in den 1950er und 1960er Jahren enorm. Hysterie und Heldenverehrung wechselten einander ab. Skiläufer wie Toni Seiler wurden damals zu Nationalhelden. Und so empfängt Kitzbühel, das Mekka der Skisportler, seinen ebenso großen wie jungen Sohn. Toni Seiler reitet in seine Heimatstadt. Ein friedlicher Held der neuen Zeit. Seine Rückkehr von den Olympischen Spielen gestaltet sich triumphal. Festbeleuchtung, eingefrorene Trompeten bei 13 Grad unter Null. Jubelnde Menschenmassen. Sportjournalist Sigi Bergmann war ein enger Freund des 2009 verstorbenen Toni Seiler, den nach seinem Tod schwere Vorwürfe einholen sollten, der aber damals von seinen Fans bedingungslos als nationales Idol verehrt wurde. Sagen viele Historiker, die zwei größten Verlierer des Zweiten Weltkriegs, Deutschland und Österreich, haben durch sportliche Heroen eine Wiederauferstehung erreicht. Die waren nach dem Krieg deprimiert und niedergeschlagen. Und dann plötzlich, die Deutschen werden Weltmeister im Bern, das Wunder von Bern. Und der Toni Seiler mit 3 Goldmedaillen und 4 Weltmeistertiteln. Ist es nicht ein gutes Zeichen, dass wir sportliche Helden zum Gegenstand unserer Verehrung und Begeisterung machen? Nicht einem Feldherrn, nicht dem Mächtigen gelten die Hochrufe oder diese elterlichen Küsse. Also der Sport ist schon eine Stimulanz, eine positive. Nur Skiheil, ganz schlicht und einfach Skiheil. Für die gute, für die überragende sportliche Leistung. Der Sport war ein Terrain, auf dem man politisch unverdächtig Begeisterung zeigen konnte, auf dem man politisch unverdächtig Patriotismus feiern, darstellen, zelebrieren, leben konnte. Und trotzdem oder auch gerade deswegen war es natürlich auch politisch. Das heißt, indem ich
in einer Zeitungsschlagzeile schreibe, wir haben in Cortina gesiegt, konstruiere ich natürlich eine gemeinsame Nation, eine Einheit. Aber das passiert nicht im Politteil, das passiert im unbedarften Sportteil. Aber die Wirkung, die emotionale Wirkung ist immens groß. Und das ist eine der spannenden Seiten, die der Sport kann. Das ist auch ein Aspekt, was den Sport so empfindlich macht für politische Vereinnahmung einerseits, aber auch gleichzeitig für tiefe emotionale Wirkung. Trotz der Erfolge und Medaillen konnte das Wunderteam aus Kitzbühel von seinen Erfolgen nur schwer leben. Aufgrund der Amateurregel waren Sponsoren für Rennläufer verboten. Nein, leben hat man nicht können. Nein, das ist also. Wir haben die Ski gekriegt von den Fabrikanten. Und zwei, drei oder fünf pro, oder wenn man ein bisschen Ding war, mehr und so. Und die haben wir verkaufen können. Das war eigentlich unser Verdienst, nicht? Weil, wie gesagt, 60 war Olympiasieger, nicht? Und Gold und Bronze gemacht in Skowale, nicht? Und hab von der Firma Kneisel 20.000 Schilling gekriegt aus Ding. Das war auch ganz nett, nicht? Aber 20.000 Schilling, ja, sind heute 1.500 Euro, nicht? Aber es ist aber schwer zu sagen, es ist halt so einfach, also automatisch, aber besser war, nicht? Aber wir haben uns halt selber so ein bisschen emporarbeiten müssen, nicht? Spätestens ab 1950, Ski-WM Aspen, war so ein Wendepunkt, wo einerseits die Skihersteller wie Kneißl, Fischer und so weiter dann schon ganz gut kapiert haben, dass wenn man in die Spitzenrennläufer und auch in die Rennläuferinnen investiert, dass man dann sein Produkt besser verkaufen kann. Das heißt, das war eine Triebkraft. Und das Zweite war natürlich, dass der Anspruch des Leistungssports immer gestiegen ist. Der Aufwand, der Trainingsaufwand, das war auch die Zeit, wo dann man viel nachgedacht hat über Verwissenschaftlichung des Trainings, Einführung von Gymnastik und so weiter, solche Sachen. Das heißt, die Ansprüche sind gestiegen. Und jetzt hat man natürlich sich gefunden auf halbem Weg und hat es zunächst gar nicht so sehr umgangen, sondern man hat einen Spitzenathleten gutes Material zur Verfügung gestellt und die haben das benutzt. Das war so der erste Punkt. In Wirklichkeit war es natürlich schon ein kleines Hintergehen des Amateurideals. Und das Zweite war, angestellt zu sein bei einer Skifirma, hat gezeigt, ich habe einen Beruf und lebe nicht vom Skisport. Eine eigene Liga haben die Ski-Professionals in den Vereinigten Staaten gegründet. Namen, die einst im Amateurskilauf Bewunderung erregten, finden sich hier wieder, wie beispielsweise die Österreicher Andal Molterer, Hirst Leitner und Ernst Hinterseer. Anfang der 1960er Jahre wollten die Mitglieder des Kitzbühler Wunderteams endlich Geld verdienen und wechselten von der sogenannten österreichischen Amateurliga in die amerikanische Profiliga. Dort feierten sie weitere Erfolge. Hirst Leitner gewann 3 und Ernst Hinterseer einen Weltmeistertitel bei den amerikanischen Skiprofis. Ich habe dann gesagt, na, jetzt passt, jetzt muss ich etwas verdienen, nicht? Weil von dem kann ich nicht leben, nicht? Jetzt muss ich mal schauen. Nicht? Also. Hirst Leitner in einem Abfahrtslauf in Windham, den er gewinnt. Dann habe ich schon ein paar Jahre gehabt, wo ich mit 400.000, 500.000 Schilling gekommen bin. Und ich bin halt aber auch, wenn ich in Amerika fertig war, bin ich nur 2-3 Tage in New York gewesen oder in Boston bei der Familie, wo wir eingeladen waren. Die, die aber bei mir mit uns Ski gefahren sind, das war herrlich. Nicht? Aber dann schon nach Hause mein Geld. Nicht? In Seefeld erwartet die Skisportfreunde eine Attraktion. Erste Profi-Ski-Weltmeisterschaften in Europa. Andal Molterer ist Slalom-Favorit. Im ersten Durchgang erzielt der Kitzbühler, aus dem ein halber Amerikaner geworden ist, Bestzeit. Im zweiten stürzt er. Hirst Leitner, ebenfalls einer aus Kitzbühels ehemaligem Wunderteam. Er wird Dritter. Ernst Hinterseer, der Olympiasieger 1960 von Squaw Valley, geht ins Rennen. Auf dieser Steilstufe hat Toni Seiler die Tore besonders schwierig gesteckt. Musik
Ernst Hinterseher erkämpft den zweiten Platz und somit 25.000 Schilling. Ich war dann 2 Jahre Trainer bei den Japanern. Nebenbei. Und da habe ich natürlich nicht mehr so viel trainiert, weil ich ein bisschen Tier trainiert habe, ein bisschen Säum trainiert habe. Dann bin ich Profi gefahren in Amerika. Dann bin ich 71 rübergefahren nach Japan, die wieder die Mannschaft trainieren. Da bin ich dann 2 Jahre draußen nicht mehr so richtig involviert gewesen bei den Profi. Da bin ich auch nicht mehr so gut gefahren bei den Profi. Dann habe ich gesagt, na, jetzt lass es. Ich muss eben schauen, dass ich in Österreich was mache. 1972 kehrte Hirst Leitner nach Österreich zurück und startete seine Karriere als Trainer im Tiroler Skiverband. 27 Jahre lang trainierte er die besten Tiroler Talente für den ÖSV-Kader. Er trainierte eine Vielzahl österreichischer Skirennläufer, die insgesamt 23 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gewonnen haben. Ja, ich habe beim Tiroler Skiverband angefangen, habe die ersten 2 Jahre nur Jugend gehabt. Nicht? Da ist ein Stock gewesen, ein Weihrater, die ersten 2 Jahre. Und dann habe ich die Schüler auch übernommen, Schüler und Jugend. Dann ist gekommen ein Amada, ein Eberharter. Dann ist gekommen ein Reich, ein Matt. Und das muss ich sagen, war eine schöne Zeit. Die 27 Jahre, die darf ich nicht vermissen, weil einfach mit den Jungen, da lebst du so eine, dass es einfach direkt eine Freude ist, wenn die so brav fahren und gut fahren. Ernst Hinterseer beendete seine aktive Skirennläuferkarriere 1967 und trainierte seinen ältesten Sohn Hansi. Jawohl, schön umsteigen, Hansi, schön umsteigen, jawohl, hopp und weg, jawohl. Sehr gut. Hört er das überhaupt, was Sie da reinschreiben? Das hört er genau, ja. Ernst Hinterseer war von 1972 bis 1974 Techniktrainer beim ÖSV. Einer ist besonders glücklich, Hans Hinterseer. Als einziger dürfte er seine Braut ins Trainingslager mitnehmen. Als es zum Streit zwischen Ernst Hinterseer und Sohn Hansi kommt, wechselt Ernst Hinterseer 1974 als Trainer zu den deutschen Skifahrern. Niemand missgönnt Hinterseer diese Vergünstigung. Der junge Sportler, so glauben die Betreuer, hat viel an seelischem Halt gewonnen. Es ist momentan eine familiäre Angelegenheit und das soll in der Öffentlichkeit vielleicht nicht breit getreten werden. Hansi Hinterseer beendete 1978 seine Karriere und startete erfolgreich in der Volksmusikbranche durch. Das Verhältnis zu seinem Vater ist bis heute gespalten. Im Jänner 2018 wird der prominenteste Vertreter des Wunderteams posthum von einem Skandal angeholt. 1974 soll der damalige Trainer Toni Seiler in Polen wegen des Verdachts der Vergewaltigung festgenommen worden sein. Ein weiterer Vergewaltigungsvorwurf kam dann noch hinzu. Der Skandal erschüttert Jahre nach Seilers Tod den ÖSV und seine Rennläuferkollegen. Ja, ich sag, das ist jetzt für mich ein bisschen eine Sauerei, weil der Toni schon jahrelang tot ist. Und er kann sie nicht mehr werden. Das finde ich ein bisschen schmutzig, weil wenn sie einer nicht mehr werden kann, kann stimmen, kann nicht stimmen. Nein, ich habe keine Erklärung dafür. Also. Aber ich weiß Bescheid. Aber ich habe nie was gesagt. Ich weiß Bescheid. Es war leider nicht sehr angenehm. Aber mehr will ich darüber nicht reden. Ich war teilweise, wenn man jetzt dann zurückblickt und Namen hört, die absolute Größen waren, das ist eine schwere Aufgabe, da wieder klaren Geist und klaren Tisch macht, reinen Tisch, sauber. Und
Die Schwierigkeit kommt dann, dass das unter Umständen Leute sind, die gewaltige Leistungen geboten haben. Ski-Idole wie Hirst Leitner und Ernst Hinterseer gehen nie in Pension. So oft wie möglich sind die beiden Freunde aus Kitzbühel auf der Piste. Ihr Lebensmittelpunkt ist nun die Familie, Kinder und Enkelkinder. Ganze Großfamilie, nicht? Dass die Buben, die Enkel zu uns sind. Und ich mit meiner Frau, dass ich noch lange mit ihr Skifahren kann, Boden fahren kann, ein bisschen Urlaub fahren kann, dass mir noch ein paar Jahre so gut geht, dass ich noch alles machen kann. Skifahren ist einfach für mich mein Leben. Das hat mir so viel gegeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss jeden Tag an Herrgott danken, wenn man das machen kann. Nicht? Und dass man, und was ich aber noch möchte, also ein Vorbild sein für Menschen, die muss halt in Pension gehen. Ich bin kein Vorbild für die Jungen vielleicht, nicht? Aber ich möchte ein Vorbild sein, wenn die Menschen, die halt in Pension gehen mit 60, sein, dass sie noch weiter etwas tun. Themenmontag. Der ORF3 Themenmontag entführt Sie.